Professor Dr. Wolfgang Wiegardt, ein hochqualifizierter Wirtschaftswissenschaftler, ehemals Vorsitzender des Sachverständigenrats, der die Bundesregierung berät. Als Wirtschaftsweiser, auch als ehemaliger Wirtschaftsweiser, steht man ja latent im Verdacht, immer alles zu wissen. Schön wär's. Auch wenn uns die gutachterliche Tätigkeit für die Bundesregierung diesen Ehrentitel Wirtschaftsweiser eingebracht hat, heißt das aber noch lange nicht, dass wir alle Unabwägbarkeiten, Einflüsse der Praxis oder gar mögliche Schockszenarien vorhersehen könnten. Wir sind nun mal keine Hellseher, aber ein paar Dinge sind mir da und dort schon aufgefallen. Die meisten Anleger und Finanzinvestoren sind zu sehr von der Richtigkeit ihrer einmal getroffenen Entscheidung überzeugt. Aber die Welt ändert sich rasant, nicht zuletzt wegen der zunehmenden Globalisierung. Sie ist komplexer geworden, dynamischer, unberechenbarer, auch krisenanfälliger als noch vor ein paar Jahren. Naja, wenn die Welt sich ändert, gehören auch früher getroffene Anlageentscheidungen auf den Prüfstand. Ich werde in jüngster Zeit häufig gefragt, können die immer noch schwelende Finanzkrise und die in vielen Ländern der Währungsunion andauernde staatliche Schuldenkrise uns eines Tages auch noch einen Teil unseres aktuellen Vermögens kosten? Völlig ausschließen kann man das nicht. Aber mit einer detaillierten Vermögensplanung kann man sich auf die unterschiedlichen Entwicklungen vorbereiten. Klar, höheren Steuern, einer Vermögensabgabe oder gar einer Zwangsanleihe kann man sich nur bedingt entziehen. Aber wenn Themen auf der Agenda stehen, wie Inflation oder Rezession, dann heißt es, rechtzeitig die Weichen zu stellen. Auch wenn ich selbst auf absehbare Zeit weder mit einer hohen Inflation noch mit einer tiefen Rezession für Deutschland rechne, können Sachwerte wie beispielsweise Immobilien einen guten Schutz gegen eine mögliche Inflation bilden und dabei helfen, Risiken abzufedern. Und auch wenn die Aktienkurse in einer Rezession einbrechen können, langfristig dürften Unternehmensbeteiligungen immer noch attraktive Renditen abwerfen. Aber eines ist für mich klar: Spareinlagen oder deutsche Staatsanleihen sind zwar sicher, jedenfalls ziemlich sicher, aber sie werfen zurzeit nur noch eine mickrige Rendite ab. Selbst bei nur moderaten Preissteigerungen und bei Berücksichtigung von Steuern ist ihre reale Rendite negativ. Der Anleger verliert real Geld. Vermögenssicherung ist so nicht möglich. Wie eine gute Vermögensplanung im Detail aussieht, hängt von individuellen Faktoren ab, etwa dem Alter, dem Familienstand und auch der Risikoneigung. Aber einfach alles beim Alten zu belassen und keine Entscheidung zu treffen, ist definitiv die falsche Entscheidung. Noch ein Tipp. Machen Sie eine Bestandsaufnahme. Informieren Sie sich. Lassen Sie sich beraten. Aber entscheiden müssen Sie natürlich letztlich selbst. Und noch etwas. Für mich ist völlig klar, dass breit gestreute Anlagen in Aktien und Immobilien unabdingbarer Bestandteil jeder Vermögensplanung sein sollten. Jetzt liegt es an Ihnen, aus Ihrem Geld mehr zu machen. Nutzen Sie die Beratungskompetenz der Hypo-Vereinsbank, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.